Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir auf das Maximum an Settings gehen oder das Maximum an FPS, Nvidia-Filter und wie ich überhaupt oder generell wie ich meine Einstellung gemacht habe, um das Maximum rauszuholen. Ich muss dazu sagen, PC ist was anderes als Konsole. Wir wissen über die Performance-Probleme auf der alten gehen und sogar auf Next gehen. Wir wissen das Problem FOV-Slider und so weiter und so fort. Das sind Sachen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen werde und über die wir jetzt auch nicht irgendwie groß irgendwie diskutieren brauchen. So sehr ich manchmal auch ab und zu mecker über ein Aim Assist oder weiß was ich was und abkotze über irgendwelche Konsoleros, das ist ja in dem Moment der Verfassung geschuldet und dem Spiel. Also ja, ich fühle mit jedem da draußen, der keinen FOV-Slider hat. Egal, ob das aus vieler Sicht die Konsole stärker machen würde und so weiter und so fort, ist komplett drauf geschissen. Ja, also wir vergessen mal kurz viele Sachen, die manchmal aus Frust gesagt werden. Es ist schon scheiße. Nichtsdestotrotz möchte ich euch meine PC-Einstellung, Grafikeinstellung zeigen und im Schluss natürlich auch die Nvidia-Einstellung. Gehen wir zusammen in Beutegeld und ich zeige euch das, die ein bisschen anders sind als bei einigen anderen. Man muss dazu sagen, Nvidia Highlights, geile Funktion, coole Sache. Man kann mehr sehen, es ist vieles klarer und so weiter und so fort. Aber auch das zu sagen, das sind die besten Nvidia Highlights, nehmt die, das sind die Meta Nvidia Highlights oder so. Das ist Geschmackssache. Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmungsdarstellung oder Wahrnehmung von sich allgemein. Jeder reagiert auf Farben anders, jeder reagiert auf Umgebung anders. Nehmt das nur als Anhaltspunkt, als Richtpunkt und versucht es euch entsprechend einzustellen. Egal, ob das ein kleiner YouTuber, Streamer ist, so wie ich, oder jemand Großes ist, der euch dann sagt, ihr müsst diese Filter nehmen. Nehmt das immer nur als Anhaltspunkt, weil sich darauf komplett festzunageln, ist aus meiner Sicht falsch, weil das menschliche Auge halt sehr komplex ist und jeder ein anderes Empfinden hat. Ne? Ich zum Beispiel trage noch eine Brille, der nächste trägt keine Brille, der eine ist kurzsichtig, der andere ist weitsichtig, der nächste hat eine Grünschwäche oder was auch immer und schon, ja, oder hat mal eine aufs Auge gekriegt oder was. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nichtsdestotrotz, wir fangen mit Grafikeinstellungen jetzt hier erstmal an. Ich muss dazu sagen, ja, ich habe von Ryzen 7 auf Ryzen 9 aufgerüstet. Habe jetzt einen besseren Prozessor mit besserer Leistung. Nichtsdestotrotz läuft Vanguard trotzdem stabiler als Warzone. Ich habe ja auch schon mit dem Ryzen 9 noch Warzone Verdansk gespielt und trotzdem ist Vanguard oder Caldera besser gesagt wesentlich stabiler bei mir. Vanguard sowieso als Cold War, aber auch Caldera wesentlich stabiler bei mir als Verdansk. Wir gehen hier rein und ich erkläre euch ein paar Sachen. Mausempfindlichkeit jedem selbst überlassen. Tastet euch daran und auch hier kann ich nur sagen, 3,14, nur weil ihr auch 3,14 einstellt, seid ihr nicht genauso gut, genauso schlecht oder besser. Es kommt immer auf die DPI an, die ihr auch auf der Maus eingestellt habt. Also ja. Aber wir wollen zur Grafik. Ihr spielt bitte Vollbild und nicht rahmenloses Vollbild. Vollbild, rahmenloses Fenster ist für mich aus dem ganz einfachen Grund. Ja, seht ihr es? Ja. Ich kann hier auf meinen zweiten Bildschirm gehen, in dem Moment, wo ich streame. Für euch aber, um die FPS als Maximum rauszuholen, nehmt ihr bitte Vollbild. Monitor euch überlassen. Bildwiederholungsrate hier gecapped. Ich habe 144 Hertz Monitor, also habe ich auch hier eine Bildwiederholungsrate von 144. Ich will irgendwann mal auf 200, über 200 hoch. Mal gucken, ob wir das 2022 schaffen oder ich schaffe, finanziell mal sehen. Die Renderauflösung, also die Bildschirmfläche, orientiert sich natürlich dem, was ihr vorher eingestellt habt. Und da kann ich euch nur sagen, auch die ist eingestellt, aber 1920x1080 definitiv für mich gefühlt die beste Auflösung. Ich habe einen 27 Zoll Monitor, wie man hier oben unschwer erkennen kann. Solltet ihr auch 27 Zoll haben, könnt ihr auf jeden Fall das auswählen. Solltet ihr einen größeren Monitor haben, dann kann man hier eventuell höher gehen, aber ich würde es so lassen.
ist wirklich gut, ist top und ich habe die Renderauflösung auf 100 gestellt. Sobald ihr drüber geht, ihr seht schon, das ändert sich dann ja halt oder runter geht. Also die 100 sind halt das, was eure Leinwand ist, die ihr voreingestellt habt auf dem PC. Also lasst das auch auf 100. Dynamische Auflösung deaktiviert, Zielbildwiederholungsfrequenz, dynamische Auflösung ist scheißegal, weil wir haben es deaktiviert. Bildformat ist 16:9. V-Sync deaktiviert, brauchen wir nicht drüber reden. Eigene Bildwiederholungsraten habe ich eingestellt, aus dem ganz einfachen Grund, da ich sie halt cappen möchte im Menü und nicht hier irgendwelche Anzeigenfehler haben könnte. Das ist euch selbst überlassen. Unbegrenzt könnt ihr halt das Problem haben, wenn ihr unbegrenzt habt. Da hängt von der Leistung von eures Computers ab, ist aber scheißegal. Das ist so ein bisschen, wie soll ich das erklären, ein bisschen übersteuert und ihr halt nicht auf eure vernünftigen FPS kommt im Spiel. Und genau deswegen habe ich es auch aufs Eigen gelassen und auf 143 beschränkt, also einen unter 144. Und auch das kann ich euch nur empfehlen. Und im Menü, wie gesagt, könnt ihr das so machen. Die Helligkeit sollte irgendwo bei 50 bleiben, einfach aus dem Grund, klar, ist hier kaum sichtbar, ist gar nicht sichtbar. Ihr könnt das natürlich hoch machen, wenn euch das zu dunkel ist. Aber ihr kommt dann in Probleme mit... anderen Einstellungen, also lasst die Helligkeit auf 50. Anzeigegamma bei 2,2 sRGB. Nvidia Highlights ist jetzt hier noch aktiviert. Das machen wir deaktiviert. Das kann man natürlich hier über den Videobeweis ein- und ausmachen. Um das Maximum an FPS rauszuholen, kann ich euch aber links empfehlen, das zu deaktivieren. Ich aktiviere es manchmal nur, mache ich jetzt auch nochmal rein, wenn ich halt nicht on-stream bin, nicht für mich spiele und Clips sammeln will oder keine Ahnung was. Aber für Maximum FPS lasst ihr das bitte deaktiviert. Jo. Haben das mal kurz weggemacht, damit alles wieder so ist wie vorher. Perfekt. Qualität. Sichtfeld habe ich auf 120 gestellt. Ich habe eine Zeit lang mit 107 gespielt. Habe jetzt im neuen Gulag ab und an das Problem gehabt in den letzten Tagen, dass ich manchmal Gegner dann hier nicht mehr rechtzeitig gesehen habe. Deswegen bin ich irgendwann umgestiegen und bin auf 120er FOV gegangen. Ihr lasst natürlich auf beeinflusst wegen dem Zoom der Zielfunktion. Das ist 1000-mal besser, bringt euch mehr und ihr habt, ihr seht halt mehr. Ne? Also ihr könnt Gegner besser und schneller adaptieren, erkennen, seid besser drauf und so weiter und so fort. Kamerabewegung macht ihr auf 50%. Das ist so ein bisschen dieses Vibrieren und Wackeln bei Explosionen und keine Ahnung was. Wenn ihr die Kampagne spielt in Vanguard, da sind wir jetzt ja sowieso gerade nicht drin, dann ist das was anderes. Da wollt ihr das beste Erlebnis rausholen, die beste Unterhaltung und weiß was ich was. Aber wir gehen hier nach Leistung, wir gehen hier nach, wie kann ich am besten spielen, die Maximum FPS rausholen, wie kann ich am besten Gegner erkennen, die meisten Gegner hitten, was auch immer. Also Kamerabewegung hier auf am wenigsten um 50%. Streaming-Qualität machen wir auf gering. Ja, einiges sieht dadurch ein bisschen verpixelter aus oder keine Ahnung was. Scheißegal. Ich muss es nicht tausendmal wiederholen. Gering. Texturauflösung normal. Anisotropische Filter normal. Partikelqualität gering. Einschusslöcher. Jetzt kommen wir zum Punkt. Um Frame-Drops zu vermeiden. Meine Schwankungen sind relativ gering. Selbst on-stream. Aber wenn ihr wirklich, worum es in dem Video geht, das Maximum an FPS rausholen wollt, dann macht ihr bitte Einschusslöcher und Sprays deaktiviert. Das ist eine reine Empfindungssache, ein reiner Schönheitsfehler. Ich feiere das mit den Sprays, ich finde das lustig, ich finde das geil. Die Einschusslöcher sind mir eigentlich relativ egal. Ist manchmal ganz schön, aber ja. Also, Empfindungssache. Aber es raubt euch FPS. Seid euch dessen bewusst. Und aus diesem Grund deaktiviert. Tessellation könnt ihr hier auf die Nähe stellen. Ihr könnt es auch komplett deaktivieren.
Ich persönlich finde es ganz schön, dass zumindest Objekte in der Nähe diese Tessellation haben, beziehungsweise die Renderqualität. Ich bin der Meinung, das ist eine reine Empfindungssache, dass wenn jemand auf dem Dach steht und den Schatten wirft, dass ich diesen Schatten besser erkennen kann und der nicht mehr als Klumpen oder weiß ich was angezeigt wird. Ist aber Geschmackssache. Daher in der Nähe. Lasst es auch in der Nähe. Ich habe eine 2080 Ti verbaut. Trotzdem, ihr seht, wir kommen hier auf eine minimale Auslastung. Also selbst wenn ihr eine schlechtere Grafikkarte habt mit nur 6 GB VRAM, ihr werdet die nicht erreichen. Ihr könnt also diese kleine Sache, die hier nicht viel ausmacht, ihr seht das unten, da ändert sich nicht irgendwas groß am VRAM, könnt ihr ruhig auf in der Nähe lassen. Das raubt euch jetzt nicht die extremen VRAM und im Spiel raubt euch das auch nicht die extremen FPS, beziehungsweise ihr habt keine extremen FPS-Schwankung, meine Erfahrung. Wir kommen zum nächsten Punkt, der hier eigentlich auch Empfindungssache ist und ja, Zerstückeln und Leicheneffekte, wenn ich einen Vollstrecker mache oder ähnliches. Aber um das Maximum rauszuholen, deaktivieren. Texturstreaming auf Abruf deaktiviert. Auch hiermit holen wir das Maximum raus. Filmstärke 0, Bildrauschen 0, Nvidia DLSS. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden. Auch auf 0. Anti-Aliasing bleibt auf filmisches SMAA T2X. Tiefenschärfe geht aus. Weltbewegungsunschärfe geht sowieso aus. Waffenbewegungsunschärfe, ich meine, wer die noch anhat, meine Güte. Shadow Map Auflösung habe ich hier auf normal. Wie schon oben auch bei dem anderen genannt, um Schatten ein bisschen besser zu erkennen. Ist für mich einfach angenehmer. Punktschattenpuffern deaktiviert, Sonnenschattenpuffern deaktiviert, Partikelbeleuchtung auf gering, Direct X-Ray Tracing, wer hätte es gedacht, natürlich deaktiviert. Umgebungsverdeckung habe ich auf beides an, könnt ihr rein theoretisch aber deaktivieren. Das ist eine wirkliche Gefühlssache und reine Empfindungssache. Ihr seht schon, hier ändert sich auch ein bisschen was. Das sind ein paar VRAM und das sind auch ein paar FPS, so zwischen 2 und 4 FPS, die man ab und zu an Schwankungen hat. Lasst das also für das Maximum an FPS deaktiviert. Auch für mich ist das nur eine Schönheitssache, die ich nutze im Spiel, um halt noch ein bisschen besseres Feeling zu haben oder halt zu sagen, so, nö, darauf möchte ich nicht verzichten, einfach weil ich manchmal es ein bisschen ekelhaft finde und es mich triggert, wenn Sachen ineinander so leicht verkantet sind. Ist aber an sich kompletter Bullshit, ne? Also deswegen seht ihr nicht einen Gegner schlechter oder. Also deaktiviert und den SSR könnt ihr hier auf normal lassen. Das also auf die Schnelle die besten Einstellungen für, also die besten Standardeinstellungen für Anzeigequalität an FPS. Ja, verwerfen. Ich möchte meine Einstellung wieder haben. Ihr habt trotzdem verstanden, was ich mit Maximum FPS meine. Wir gehen jetzt mal hier in Beutegeld rein. Hoffen, dass wir ein Spiel finden. Und ja, dann zeige ich euch mal die Filter. Machen mal spaßeshalber die Filter aus. Da seht ihr schon. Jetzt schon einen kleinen Unterschied und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Jetzt ein schönes Flugzeug. Sieht schon aus. Klarheit. Nichtsdestotrotz, ich versuche mal einer meiner Lieblingsspots, die auch ein bisschen underrated sind aus meiner oder von meinen früheren Karriere. Bleiben jetzt mal hier auf der Straße und gucken uns das Ganze an.
Der Unterschied ist halt einfach da. Es ist zu sehen. Alles ist klarer. Ihr habt hier an der Seite ihr könnt an der Seite die Zelte besser erkennen. Klar, Gegner würde ich trotzdem erkennen, wenn die jetzt hier langlaufen oder ähnliches. Ne? Ich würde auch hier vielleicht noch einen Gegner erkennen. Aber gerade in dem Bereich wird es schon beschissener, was den Schatten angeht. Wenn wir jetzt das uns angucken, wie klar das definiert wird, wie das herausgestochen wird, angefangen von der Entfernung, angefangen von anderen Sachen, ist das eigentlich einfach halt angenehmer und besser zu handeln. Hinten ist ein Helikopter am Start. Nichtsdestotrotz, ihr seht also den Unterschied. Es ist einfach viel, viel besser, viel, viel schöner anzusehen. Aber was halt noch ein weiterer und wichtiger Punkt ist, ist nicht nur, dass es einfach schöner aussieht, sondern dass es auch einfach viel klarer ist und viel besser zu erkennen ist für jeden, der diese Filter einfach nutzt. Sie rauben euch sicherlich ein bisschen Leistung, gar keine Frage. Irgendwo muss es ja herkommen. FPS gehen minimal auch verloren, die sind aber so gering, dass es durchaus hinnehmbar ist. Ja, wir haben jetzt hier an der Stelle, wo halt viel los ist, 112, 120 FPS. Ich habe nebenbei die Aufnahme laufen, also OBS. OBS drosselt allgemein bei mir immer noch mal so ein bisschen. Nicht so schlimm wie bei Streamlabs. Man muss aber dazu sagen, hätte ich jetzt zum Beispiel die anderen beiden Sachen, ich habe die ja wieder rausgenommen, deaktiviert, dann würden wir hier locker auf unsere 120, 130 kommen. In Regionen, wo nicht so viel los ist, beziehungsweise nicht so FPS-lastig sind, komme ich auch locker straight und dauerhaft auf meine 130, 140 FPS. Bin aber mit Absicht auch hier zu diesem Spot gegangen, weil halt hier genauso viel los ist und genauso viel, also so viel zu rendern, berechnen ist und so weiter und so fort. Wir wollen uns aber jetzt mal die Filter genauer angucken. Sammelpunkt markiert. Belichtung habe ich auf 0, Kontrast habe ich auf 9%, Hookte Punkten. Ich weiß nicht, warum das hier niederländisch drin ist, keine Ahnung. Also Höhepunkten oder Highlights, wenn das bei euch auf Englisch ist oder vielleicht doch richtig dargestellt ist. Auf 0% Schattenregelung runter auf minus 15%. Gamma machen wir auf 0%. Die Farbe, Tönungsfarbe, die geht hier auf 0%. Tönungsintensität geht auf 0%. Temperatur habe ich auf 0. Farbanpassung habe ich auf ca. 50-52%. Wir steppen weiter zu Einzelheiten. Einzelheiten ist das, was es schärfer macht, klarer macht, was euch so ein bisschen den Nebel nimmt und ähnliches. Da gehen wir auf 34%, hier 57% HDR-Tönung auf 23% und die Überstrahlung machen wir auf 0%. Viele lassen jetzt den einen Filter weg, ich mache ihn noch mit dazu, aus dem ganz einfachen Grund, um halt noch ein bisschen mehr rauszuholen, noch ein bisschen mehr Intensität zu haben. Noch ein bisschen klarer zu gucken und das ist halt hier 18% und die Filmkörnung geht selbstverständlich runter. Das also die besten Einstellungen, die ihr machen könnt. Na? Egal. Ihr seht hier nochmal. Ich mach das jetzt nochmal hier weg. Sammelpunkt markiert. Negativ. Sammelpunkt markiert. Füllt er nochmal rein, nochmal raus. Damit ihr das hier ein bisschen besser erkennen könnt. Ah, Digga. Warte. Okay. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, damit ihr das besser sehen könnt. Also, so Filter aus. Blass, grau, ein bisschen unscharf, so ein bisschen neblig, so ein bisschen diesig. Hier mit den vorgeschlagenen Filtern. Alles ein bisschen klarer, alles ein bisschen besser zu erkennen. Ja. Wir können hier viel besser in den Wald reingucken, viel besser Gegner erkennen, viel besser halt reagieren, agieren und keine Ahnung was. Ihr seht hier schon, klar, das ist genauso dicht wie auch mit den Highlights. Also es ändert sich hier jetzt nicht unbedingt was, aber allein durch die Tatsache, dass ihr mehr Schärfe habt und alles ein bisschen klarer ist und dieser Dunst und dieser Nebel weg ist, macht das aus meiner Sicht schon einen enormen Unterschied und jeder, der die Möglichkeit hat, also ich bin ehrlich, wenn jetzt hier vorher ein Gegner langgelaufen wäre, hätte ich ihn ohne die Filter wahrscheinlich erst hier an diesem Punkt oder an diesem Punkt gesehen.
jetzt würde ich ihn halt schon da sehen. Ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden. Jeder, der eine Nvidia-Grafikkarte hat, sollte aus meiner Sicht diese Filter einfach nutzen. Ich weiß, auf Xbox gibt es auch vorgefertigte Filter. Nutzt das, holt das Maximum raus, auch wenn es euch ein bisschen FPS raubt, ein bisschen eventuell zu Drops führt, geradezu in diesen Bereichen, wo viel los ist, wo viel gerendert werden muss und so weiter und so fort. Es ist trotzdem tausendmal angenehmer und schöner, Gegner rechtzeitig zu erkennen, schneller zu erkennen. Es geht hier nicht nur um die farbenfrohe Schönheit der Map, sondern es geht ganz einfach darum, besser ausgerüstet zu sein und besser vorbereitet einfach zu sein, um schneller reagieren zu können. Ich denke, ihr habt den Vergleich gesehen. Ich gehe nochmal auf langsam alles durch, blende euch das ein, so dass ihr euch das besser kopieren könnt. Also Belichtung, Kontrast 0% bzw. Kontrast auf 9 bis 10%. Highlights, Höhepunkte, huckte Punkten auf 0%, Schatten 40, minus 40, Entschuldigung. Gamma auf 0, Farbe 0, 0, 0, 52, Einzelheiten sind auf 34, 57, 60, HDR-Tönung auf 23, Überstrahlung auf 0. Und um nochmal so ein bisschen Klarheit, Schärfe nochmal einen Zacken mehr reinzubekommen, habe ich halt hier den Schärfenfilter noch mit drin und habe den auf 18% gemacht. Das auf jeden Fall die Nvidia-Highlights, wie ich sie am besten spiele oder wie ich für mich als bestes empfinde auf der neuen Caldera-Map, zumindest für Season 1. Ich bin gespannt, wie sich einiges ändert. In Verdansk war es auch so, von Season zu Season gab es kleine Änderungen, kleinere Updates und man hat im Endeffekt die Filter angepasst. Das ist auf jeden Fall der momentane Optimum-Filter, momentan die besten Einstellungen, die ihr spielen könnt. So wie ich sie spiele, habt ihr auch gesehen. Holt das Maximum an FPS raus, holt das Maximum aus eurem System raus, um das bestmögliche Spielerlebnis zu haben, was in dem Fall ist, Gegner abzuknallen. So trocken und ehrlich muss man einfach sein. Es freut mich, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ich hoffe, einigen von euch konnte ich helfen. Einige von euch haben eventuell so einen besseren Filter, eine bessere Darstellung, kommen ein bisschen besser klar. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch geholfen habe. Abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche oder bis zum Stream. Frohe Weihnachten schon mal vorgewünscht. Das Video wird bestimmt am Donnerstag kommen. In diesem Sinne, ciao. I'm gonna go to the next one.